Hey, 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 Chomp wieder hier. So, jetzt wollte ich eigentlich nur ein kurzes Update-Video abliefern. So wie ihr das jetzt hier seht, Entschuldigung, gute Deutsche, wieder mal. So wie ihr das jetzt hier seht, das hat mich jetzt ungefähr 3 Stunden gedauert, 3 Stunden gekostet. Ich kann nicht mehr reden. Ich habe zwischendurch ausgemacht, habe noch andere Videos von anderen Spielen aufgenommen und ich brauche mal eine Pause. Na, auf jeden Fall, die Updates, die ich hier durchgeben wollte, ist... Wie ihr hier oben seht, ich habe das Spiel zwischendurch geschlossen gehabt, dann habe ich wieder aufgemacht und der Multiplikator wurde zurückgesetzt. Also der hält nur so lange oder bleibt nur so lange bestehen, wie auch das Spiel geöffnet ist. Wenn es geschlossen wird, wird er wieder auf 1 zurückgesetzt. Das ist auch ganz gut so, dadurch konnte ich die Sachen hier jetzt mal einzeln kaufen. Wie ihr seht, habe ich hier die Reihe komplett voll mit je 100 Geschäften oder 100 Filialen, wie auch immer man das nennen will. Jetzt kommt der ganze andere Rest. Ich habe hier eine Bank. Das dauert insgesamt, was war das? 1,5 Stunden. Jetzt ohne Manager. Doch, ich habe einen Manager drin, aber ich habe ja noch eine Bank. So, und erst ab 25 wird die Zeit ja verkürzt. Und das wird noch eine ganze Weile dauern, aber ich freue mich schon, wenn ich morgen mal einlogge. Dann wollte ich noch sagen, ich hab so überlegt, was ist das hier oben eigentlich? Habe hier raufgeklickt. So. You're fresh out of Mega Tickets. Also hier kann man Mega Tickets kaufen. Läuft folgendermaßen ab. Ein Megaticket kostet also 55 Goldbarren und 10 Megadollar. Das rennt mich auch in Monopoly. Irgendwie, das sieht so ähnlich aus. Oder 10 Megatickets, 400 Goldbarren, 90 Megadollar. So, das für, ich weiß nicht, was das für ein Boost ist, da vorne mal hier steht. 777% permanent Profiteinnahmen, ne? Dazu. So, jetzt kommt das nächste. Man kann wechseln. Eine Dezillion. Dezi ist ja, ich kenne es von Decathlon, das ist ja 10 Kampf. Also müsste es 10 sein, also Millionen, ja, keine Ahnung. Das kommt irgendwann viel, viel später. Also eine Dezillion ist ein Megadollar. So, oder Megabuck. Ist ja dasselbe hier. Das heißt, man muss sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen, um da hinzukommen. So. Das wäre erstmal das, weil ich jetzt hier noch weitergehen will. Goldbarren muss man wiederum kaufen. Und zwar hier. Unten im Shop. Hier kann man auch einen Zeitsprung kaufen. Der kostet ja wiederum Gold. Das Gold muss man aber erstmal kaufen. So, wir gehen mal bei Gold. Hier sieht man 20 Gold, 1,99. Das wären so... Ach, ich weiß nicht, wie der Kurs verändert sich ja irgendwie so. Ja, sagen wir mal 1,59 oder so bis 1,79 Euro. Dann hier 55 Gold, 4,99. Also so ungefähr 4,5 Euro. Und, okay, mit 55 Gold kann man schon ein bisschen was anfangen. So, dann kann man hier, ja, Time Warps kaufen. Das heißt, er springt 14 Tage in die Zukunft. Bedeutet, man kriegt mit einmal die Gesamteinnahmen von 14 Tagen. Ja, ist klar. So, es gibt dann halt hier nochmal einen kleinen Angel Claim. Ja, kriegt hier einen Engel. Keine Ahnung, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Irgendwie... So, jetzt wollen wir mal gucken, was war es? 55 Gold, 5 Dollar. So. Mega-Ticket. Ah. Das wäre für... Ja, ein Mega-Ticket. Okay, gut. Muss man selbst wissen, ob man das machen möchte. Wenn ich das machen würde, dann würde ich das für... Also würde ich da boosten, wo am meisten die Kohle reinkommt, ne? Wo am meisten Kohle reinkommt, ganz klar. So, achso, was noch, was mir noch eingefallen ist. Ich habe vorhin irgendwas erzählt, ja, hier mit 1 Billion. Die Billion ist ja hier im Englischen 1 Milliarde. Daran habe ich nicht gedacht, dass 1 Billion, weil ich habe im Video irgendwas davor erzählt, das kostet ja, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, auf jeden Fall habe ich gesagt, das kostet ja 1 Billion. So, als wäre es ein Euro. Aber es ist 1 Milliarde. Bei uns kommt ja Millionen, Milliarde, Billion, Billiarde, dann kommt Trillion. Bei den Amerikanern ist es ja anders. Da kommt erst Million, dann kommt Billion, dann kommt Trillion. Also die zählen ein bisschen anders. Das wäre eigentlich soweit alles gewesen. Gibt es nichts weiter. Ich habe keine Investoren. Gut, den brauche ich noch nicht hier, weil ich habe noch keine Ölfirma. Ich könnte noch eine Bank kaufen oder so. Ich habe soweit alle Upgrades gekauft, die zu kaufen waren, oder die ich kaufen konnte, habe alle Manager drin. Jetzt gucke ich mal, wie das dann morgen aussieht.
und hoffe, dass richtig Kohle reingefahren ist. Und, ach nee, eins wollte ich noch zeigen. Get the fuck off. Wo war denn das? Hier. Yeah. Events, hier gibt es natürlich auch Events. Und das ist es nämlich, wo man auch die Figur dann steuert, endlich. Am Black Friday, das müsste jetzt, heute ist Dienstag. Also jetzt kommenden Freitag müsste dann also da was sein. Und was man da genau macht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, der Black Friday war ja da immer so... Capitalistic Event in the New Future. Stimmt, der Black Friday war immer, wenn alles brutals reduziert war, sodass sie da so, und deswegen wird das hier auch so angezeigt, dass die Leute echt da reingestürmt sind in die Geschäfte und alles gekauft haben wie die Geisteskranken. Und das wird dann hier wohl auch sein. Man kann wohl für seine Kohle alles Mögliche kaufen. Was das bringen soll, weiß ich noch nicht, aber ich werde es aufzeichnen und dann werden wir es dann sehen. Hier brauche ich eine Trillion. Komme ich bestimmt auch noch hin. Da muss ich mir überlegen, will ich auf den Mond oder auf den Mars? So, ja, hier kann man wechseln. Wie gesagt, das habe ich alles schon gezeigt. So. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es irgendwie gefallen. Bestimmt, bin ich mir ziemlich sicher. Wäre schön, wenn ihr mich abonniert, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Denn ich brauche jeden Cent. Ich bin so verarmt. Ich habe nur noch 11 Billionen hier. 11 Billionen ist dann nichts. Das ist ein Eis. Ne? Aber ich kann schon wieder Upgrades kaufen. Das sind die Kameras für meine Filmstudios hier. Aber das lohnt sich nicht. Dauert auch ewig, 1,5 Stunden. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, wenn es noch nicht getan ist. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.